أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister in Islam, herzlich willkommen hier in unserem Moschee. Und das Vortragsthema ist für heute Abend gedacht worden: الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. Werden wir euch heute Abend in dieser Moschee über den Thema bearbeiten, was sehr wichtig ist. Eine Grundregel in der Fiqh, in der Umgangsart gegenüber dem Andersdenkenden. Wie muss der Muslim gegenüber andersdenkendem Muslim sich verhalten, sei es in der Themen, was mit der Grundwerte der Religion sind, wie zum Beispiel der Aqide, oder in den Taten, was beinhaltet Themen über das Benehmen, über das Verhalten. Das heißt, Al-Asliya, was ein Grundthema ist vom Islam, und Al-Fari'ya, Themen, die nicht vom Grund sind, aber zum Islam gehören, das heißt, die Äste vom Islam. Und wie muss der Muslim sich dabei verhalten? Liebe Geschwister in Islam, wir leben in einer Zeit, wo die Muslime, die Ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in sehr schwierigen Zeit ist, in einem sehr schwachen Moment ist. Und in diesem schwachen Moment, wenn wir uns anschauen, wie stark sind wir? Und was haben wir erreicht als Muslime? So sehen wir, liebe Brüder, dass die Muslime sind schwach, nicht nur in bestimmten Sachen, sondern wir sind schwach in der Glaubenslehre. Die Muslime, viele haben Probleme mit seinem eigenen Glauben, haben Probleme in der Anbetung. Viele Muslime erfüllen ihre Anbetung zu Allah nicht vollständig, haben Probleme gesellschaftliche, haben Probleme wirtschaftliche. Die Muslime haben Probleme mit Verhalten, mit dem Charakter, mit dem Umgang mit den anderen Leuten, hat Probleme in der Familie. Das heißt, der Person Islam, Muslim, hat heute, ist in jeder Hinsicht schwach geworden. Und so einen Zustand hat vorher Islam niemals erlebt, dass man in so vielen verschiedenen Angelegenheiten alles zusammen auf einmal gekommen ist und in jeder Hinsicht, sogar von weltlicher Seite her, vom technischen Wissensstand auch her, sind die Muslime gegenüber anderen sehr zurückgeblieben. Und das heißt, die Muslime wurden so schwach gemacht, dass die Muslime wurden in vielen Staaten erstmal geteilt. Und dann in denselben Staat wurden sie wieder in verschiedenen Gruppen eingeteilt. Und in diesen Gruppen wieder wurden sie in verschiedene Fraktionen eingeteilt. Das sehen wir heute unter den Muslimen. Sie sprechen, viele arabische Länder zum Beispiel, sprechen die gleiche Sprache, besitzen die gleiche Religion, haben den gleichen Buch Quran und Karim, folgen den gleichen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber sie sind gespalten, aber sie sind zerstritten und wissen nicht, wie sie miteinander umgehen sollen. Und genauso ist das im ganzen islamischen Welt. In der ganzen islamischen Welt ist das Problem dasselbe. Wie gehen wir mit dem Andersdenkenden um? Sei es in der Aqide oder sei es auch in der Fiqh, wie müssen wir mit den Leuten umgehen? Und viele Brüder leider haben in dieser Sache viele diese Punkte nicht verstanden und haben in dieser Sache aufgehört nachzudenken, zu forschen, Lösungen zu finden, sondern haben einfach aufgegeben. Die Probleme der Muslime statt zu lösen, haben viele Muslime diese Tätigkeit aufgegeben und haben sich gleichzeitig versucht, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und so wurde diese Schwäche von den Muslimen überall verbreitet. In den ganzen islamischen Ländern ist diese Schwäche verbreitet. Und der Feind des Islams hört nicht auf.
Und er verbreitet seine eigene Propaganda weiter und versucht, die Muslime mehr zu spalten, dass sie sich gegenseitig die Köpfe schlagen sollen. Deswegen müssen wir als Muslime fragen, wie können wir von diesem negativen Entwicklung, von diesem schlechten Beispiel, die Muslime befreien? Wie können wir wieder eine Methode entwickeln? Und das ist eine große Aufgabe. Eine große Aufgabe für die Gelehrten, eine große Aufgabe für die Muslime, eine große Aufgabe für die Schüler, die Islam studieren, eine große Aufgabe für die Leute, die Islam predigen, eine große Aufgabe, die den Islam in den Moscheen als Imame vorbeten und repräsentieren, haben sie eine große Wichtigkeit. Denn unsere Schwäche ist nicht nur mit diesen Sachen, was ich bis jetzt aufgezählt habe, geblieben, sondern wir haben uns sogar so viel gestritten, dass wir sogar nicht einig sind auf unsere Gelehrten, nicht einig sind auf die Prediger und nicht einig sind auf die Personen. Alles haben wir in verschiedenen Meinungsunterschiedheiten gebracht und nichts gefällt uns. Alles wird kritisiert und alles wird abgelehnt und wir dienen nur noch der Spaltung. Statt die Islam, die Muslime zu vereinigen, wurde die Sache geführt, dass die Muslime sich mehr und mehr spalten. Und was ist der Unterschied zwischen damals und heute? In der frühen Zeit, die Gegner haben in verschiedenen Orten gelebt. Die Gegner, die verschiedene Meinungen hatten, die Madhahib, die Gruppen, die in Aqide sich gespalten hatten, haben früher in verschiedenen Orten gelebt. Das heißt, man hat sie nicht zu Gesicht bekommen, sondern hat über sie einfach Bücher geschrieben. Wenn wir schauen, die Gelehrten, die über bestimmte Leute Red geschrieben haben und Antworten geschrieben haben, haben die geschrieben, obwohl sie nicht unter ihnen gelebt haben. Oder wo waren nur die Antworten auf Bücher. Aber heute, wir sehen, dass wir leben in einem Land, in einem Ort, wo sind viele verschiedene andersdenkende Muslime zusammengekommen. Du kannst sehen, gibt es einen Schiiten, gibt es einen Sunniten, es gibt jemanden, der nennt sich Sufi, es gibt jemanden, der nennt sich Ahlus Sunnah, es gibt jemanden, der nennt sich Jahmiyyah, gibt es Mu'tazila, gibt es Leute, die akzeptieren nur den Koran. Wie müssen wir mit diesen Leuten umgehen? Wir sind jetzt gekommen, erste Mal Gesicht zu Gesicht und die Grenzen sind aufgehoben. Das heißt, es gibt unter uns keine Grenzen, sondern ist bekannt, dass sie alle durcheinander leben. Und in diesem Zustand, wie müssen wir gegenüber diese Gruppierungen, die nicht so denken und glauben und praktizieren wie wir, wie muss ich mit diesen Muslimen umgehen? Und das ist unser Thema, liebe Brüder, denn wir müssen unseren Umgang nochmal überprüfen. Wir müssen unseren Umgang zu den verschiedenen Gruppen, wie wir mit ihnen umgehen, nochmal kontrollieren und uns fragen, ist unser Umgang richtig? Ist das Umgang, wie ich mit den Andersdenkenden, mit den andersbenehmenden Menschen, andersdenkenden Menschen, andersverhaltenen Menschen, was ich mit denen umgehe, ob dieser Uslub ist richtig oder falsch? Ich muss das überprüfen, durchschauen und ich muss nochmal die Quellen von Koran und Sunna, vom Islam, die Quellen nochmal lesen, durchforschen. Habe ich etwas, was Falsches gemacht, dass wir so in einem negativen, in einen negativen Zustand gekommen sind? Denn der Islam ist die beste Religion, ist die richtigste Religion, ist das Religion, wo den Menschen eine Frieden bringt, eine Glückseligkeit verteilt und gleichzeitig die beste, vernünftige Religion ist, die zu Allah Azza wa Jalla führt. Deswegen, liebe Brüder, müssen wir erstmal sagen, dass unser Umgang ist irgendwas nicht richtig gewesen. Und wir müssen gleichzeitig wissen, wir müssen eine wichtige Regel jetzt aufbauen, bevor wir diese Verhaltensregel aufbauen. Es wird immer eine Person geben, es wird immer eine Gruppe von Menschen geben, die anders in der Akide als dir denken werden. Es wird immer Menschen geben, Gruppen geben, die anders sich verhalten werden, die den Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam anders interpretieren werden. Aber wichtig als Muslim, was ist meine Pflicht in erster Linie?
Und wie muss ich gegenüber diesen Leuten mich verhalten? Das muss ich forschen und dann nach Koran und Sunna meine Verhalten gegenüber diesen Menschen benehmen. Und ich darf nicht emotionell in dieser Sache sein. Deswegen, wir müssen uns fragen, was zerstört die Einigkeit? In dieser Sache ist sehr wichtig. All diese Probleme, zerstört das unsere Einigkeit in Islam? Weil Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi sagt, egal welche Fraktion, egal welche Gruppe, wir sind alle einig, sogar mit Schiiten in einer Sache einig. Was ist diese Einigkeit? Wir sagen alle La ilaha illallah. Wir sagen Muhammadun Rasulullah. Wir sagen das Glaube an die Engel. Wir sagen das Glaube an die Bücher. Wir glauben an die Propheten, an die Gesandten Allahs. Wir glauben an das jüngste Tag. Wir glauben an die fünf Säulen von Islam. Das, was muss beten, muss fasten, muss Zakat abgeben und muss was tun, wenn man die Möglichkeit hat auch, soll zum Pilgerpfad gehen. Deswegen müssen wir immer in der ersten Linie uns fragen, wie kann ich durch diese andersdenkenden Brüder von den andersdenkenden Muslime, wie kann ich es schaffen, dass trotzdem die Einheit des Islams der Muslime nicht zerteilt werden soll. Das ist ein wichtiger Punkt. Und in dieser Sache leider nur wenige Leute achten in dieser Sache von Predigern, von Da'ya, von Talibatul Ilm, sondern wird mehr emotionell gesprochen und von der anderen Seite wird emotionell gesprochen und dann kommt es zu einem großen Chaos und Durcheinander. Damit das nicht passieren soll, sollen wir einen richtigen Umgangsregel aufbauen. Und diese heutige Umgangsregel werden wir inshallah in einigen Punkten euch in Beispielen aufzählen und jeder soll sich dann Gedanken machen, ob er so sich verhält gegenüber einem Andersdenkenden, sei es in der Akide oder sei es auch im Verhalten oder in dem Benehmen oder in der Anbetung. Warum? Weil wir sind verpflichtet, wie gesagt, wir sind verpflichtet als Muslime, diese Sache, den Islam zu schützen. Islam muss geschützt bleiben und die Stärke des Islams darf nicht geschwächt werden oder darf nicht zu einer Sache geführt werden, wo die Muslime sich dann noch mehr zerteilen. Und jeder Fraktion, egal zu welcher Gruppe er gehört, muss sich das gleiche Frage stellen, für wem er diese Sache tut und was sein Ziel ist. Wenn jeder Muslim diese Regel, was wir anwenden, benutzt, wallahi, dann er wird die Wahrheit finden. Dann er wird zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah kommen, weil Ahlus Sunnah wal Jama'ah bringt nur Beweise von Koran und Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah bringt nur Beweise von Koran und Sunnah mit klaren, deutlichen Beweisen. Deswegen diese Verhaltensregel werden wir inshallah euch erzählen. Das heißt, wir werden diese Regel, was ich hier auflisten werde, euch aufzählen werde, haben wir von Koran und Sunna, von Ijma'ul Umma und sowie von den Meinungen der Gelehrten aufgezählt. Und wie gesagt, liebe Brüder, wir müssen alles tun, dass die Feindseligkeit unter den Muslimen eine minimale Grenze erreicht. So viel wie möglich keine Hass vorhanden ist. Dass die Muslime sich zusammenhalten. Auch wenn sie Meinungsunterschiede haben, sind wir verpflichtet als Muslime, unsere Probleme unter uns auf minimalen Punkt runterzuholen und dürfen nicht in dieser Sache emotionell handeln. Und deswegen, liebe Brüder, wenn wir eine richtige Umgangsmethode jetzt umsetzen, so wird sich viele Probleme von alleine aufheben. Viele Diskussionen, was heute im Fernsehen, im Internet, in den Medien gemacht wird unter verschiedenen Gruppen, wird von alleine sich aufheben und wird viele gelöst, bi'iznillahi ta'ala. Die Herzen werden noch näher kommen und die Umma wird stärker. Die Nation, die islamische Nation, Muslime, werden noch stärker. Das heißt, sie können dann noch gesünder und richtige Entscheidungen treffen, was für die ganze Menschheit ein Nutzen ist. Denn letztendlich Islam bringt die beste Alternative.